Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt hier auf meinem Kanal. Und zwar eins, auf das ich mich schon die ganze Zeit sehr gefreut habe. Und jetzt ist es endlich da. Starfield oder Fallout im Weltall. Ich bin großer Bethesda-Fan, inklusive Fallout. Bis auf den Online-Ableger, der war nicht so geil. Aber, das ist so mein Jahreshighlight. Und endlich kann ich's spielen. Ich hoffe, es ist gut. Ich habe mich nicht wirklich spoilern lassen. Ich habe jetzt dann, als es jetzt rauskommen ist, keine großartigen Artikel durchgelesen. Ich will es selber erleben. Und ich würde sagen, wir starten ein neues Spiel. Und los geht's. Siegel ist gut, Sauerstoff auch. Mach's wie letztes Mal, dann klappt alles. Halte dich an die eine simple Regel. Hella, wie lautet die eine simple Regel? Hör auf, Lynn. Die Bosslady weiß Bescheid. Exakt. Hör auf mich. Mining ist ein Job wie jeder andere. Bleib cool. Pass auf. Dann hast du dir am Ende einen Sack voll Credits verdient. Ja, absolut. Ist genau wie Arbeiten im Sternendock. Nur mit mehr Einstürzen, Lasern und sporadischen Verstümmelungen. Sehr hilfreich. Danke. Ach, das klappt schon. Dein erster Job lief doch. Und mal ehrlich, das ist nicht gerade Astrophysik. Dafür ist er im Team. Motivation. Ja, und ich kann aus 300 Metern ein Heliumvorkommen lokalisieren. Auch wieder wahr. Hier unten gibt's zwar keines, aber allein die Metallvorkommen finanzieren unser eigenes Helium. Nach der Aktion haben wir genug Treibstoff, um vom einen Ende der besiedelten Systeme zum anderen zu springen. Hey, mehr Mineralien, mehr Geld, ein ewiger Kreislauf. Aber keine unbefugten Sprünge ins Gebiet von Haus Varun mehr, ja? So ein Riesenbaby. Es gibt Schlimmeres. Weißt du, die meisten Dusties schaffen es gar nicht so weit. Ich habe ein gutes Gefühl bei dir. Gruppenkuscheln jetzt oder bei Schichtende? Ach, irgendwann, Hella. Lasse ich dich echt mal zurück. Leere Versprechungen. Alles klar. Also ich kann mich mit der Kamera hier frei bewegen und so wie es aussieht, sind wir in der Mine und wir sind ein Minenarbeiter. Mit WASD bewegst du dich. Lass uns mal sehen. Wie viel Zeit und noch? Man sieht den Bethesda-Look, aber es sieht wirklich schön aus. Immer. Aber nicht du. Sieh nach Isabel. Sie soll es nicht übertreiben. Ich käme hier gerne lebend raus. Verstanden. Denk daran, Dusty. Schön ruhig atmen. Und hier unten nie den Helm abnehmen. Die Sauerstoffprozessoren reichen nicht so weit. Ja, Gott bewahre, dass wir hier auf einem Feld mit Atemluft bohren. Moderne Minigeräte, so wie es aussieht. Jobs im Freestar Collective Raum? Weniger Regeln. So ein Auftrag in den United Colonies? Bürokratie ohne Ende. Oh, guck dir das hier mal an. Was denn? Albert, nein, das ist ein Laser und kein Vorschlaghammer. Belling, wenn man dich nach Pausen bezahlen würde, wärst du Millionär. Ab. Ja, schon gut. Okay, also sie die Chefin ist? Wohl von dem Schotter Ganzen? Schotter gibt's für Schotter. Keine Ausnahmen. Los, mehr Tempo. Troy, wie ist die Ausbeute? Bisher minimal. Bisschen Glimmer, aber sehr schwach. Was meinst du? Auf Kurs bleiben? Für so wenig Saft lohnt sich das Pressen nicht. Alles klar. Dann gilt das hier als leergeräumt. Machen wir mit der großen Ader weiter? Jawohl. Okay, ich hoffe mal, das wird alles noch ein bisschen aufgeklärt. Weil vieles ist jetzt momentan noch Bahnhof. Aber geile Geräte, die hier rumstehen. Was auch immer der hier macht.
Dusty, komm, mit mir. In der Höhle gibt es Metallvorkommen. Ich rufe, wenn ich dich brauche. Okay. Cutter. Guck mal. Drücke mal aus 1, um zu feuern. Oh yeah. Ist das ein Ding in Starfield, dass wir so Ressourcen sammeln müssen? Ich bin beschäftigt. Nerv jemand anderen. Okay. Alles klar. Beryllium. Was auch immer das gut ist. Ich muss das jetzt einfach ausprobieren. Was hast du getan? Okay, das geht, aber. Hey, Vorsicht! Okay! Dauert noch ein paar Aufträge, bis ich mal mit dir rede. Alles klar. Wir sind soweit. Komm wieder zurück. Jo, mach ich. Wie kann ich das wieder weglegen? Bin ich froh, es ist Zeit. Du kommst mit mir. Oh, was macht's denn ihr da? 2, 1. Nice. Boah, da tut sich aber gar nichts an der Wand. Boah. Moin. Oh doch, es fährt. Cool. Los geht's. Okay, ich glaube, der ist schon eine Zeit lang gelaufen, so wie der aussieht. Ja, was das angeht. Problem? Nur, wenn du höhere Gravitationswerte als Problem siehst. Warum? Tu ich nicht. Okay, keine Ahnung, warum das jetzt ins Menü gegangen ist. Was wir suchen, sieht aus wie eine Anomalie. Hat man mir jedenfalls gesagt. Okay, jetzt machst du mir langsam Angst. Entspann dich. Ist nur ein Job. Komm schon. Ja, so fangen immer die Katastrophen an. Wir sind nah dran. Glaube ich. Es ist alles einfach... Lynn, ernsthaft. Hier ist was richtig, richtig faul. Wie kommst du drauf? Hier lang, glaube ich. Okay, du da, du bist dran. Wenn was schief geht, kommen wir dich holen. Wie jetzt? Warum sollte was schief gehen? Klappe, okay? Macht einfach euren Job. Der Kunde ist unterwegs. Ja, was soll ich denn tun? Urlaufen oder was? Okay, halte F, um die Taschenlampe auszuschalten. Okay, das ist praktisch. Ja, wow, ich darf allein gehen, ist ja klar. Die Werte sind immer noch komisch. Aber das ist gut, oder? Einfach weitermachen. Das sieht komisch aus. Siehst du irgendwas? Ja, irgendwas komisches, was auch immer das ist. Kann ich da einfach rein? Ja. Nutze den Cutter, um das Mineralvorkommen abzuspalten. Ist da jetzt was? Ach so, warte mal, ich kann jetzt sagen hier eh nehmen. Lass mich raten, das ist irgendein Alien-Tech und das wird uns noch. Alien-Tech. Hey, komm schon. Komm schon. Okay, ganz ruhig. Du warst K.O. Kein körperlicher Schaden. Mental abwarten. Weißt du, wer du bist? Neuling bei Argos Extractors? Klingelt da was? Kommt dir hier was bekannt vor? Absolut gar nicht. Personalunterlagen. Profil wählen. So, das wäre jetzt quasi aus Settings zum Voreinstellen. Den finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Anpassungen können später in einem Genlabor gemacht werden. Alles klar.
Das passt eigentlich. Hautfarbe, Kopfformen, Haare, Bart. Nee. Na, absolut nicht. Ja, das vielleicht schon eher. Ah, ja, mach mal so. Hintergrund. Okay, was habe ich da? Bestienjäger. Mit dem Besiedlungssystem wird man von feinsten Lebensformen von den Ashtar auf Kalida bis zur Terramorphs hast du gelernt, diese zu jagen und zu erlegen. Was haben wir hier? Bildhauer, Cyberrunner, Dateifehler. Entdecker, Frachtflieger, Gangster, Homesteader, Industrieller, Koch, Kopfgeldjäger, Professor, Ronin. Was macht ein Cyberrunner? Schleichen ist das vermutlich gut. Sicherheit. Digitale Schließmechanismus ist zwar für sehr hohe Sicherheit bekannt, doch mit der richtigen Ausbildung kann jeder Code geknackt werden. Und Dieb. Sieht mich so eher als Kopfgeldjäger. Fliegen, als die Menschheit nach und nach immer weiter ins All vorgedrungen ist, die Zahl der installierten Piloten für die verschiedenen Arten von Raumschiffen dramatisch angestiegen. Zielsteuerungssysteme, Raketenwaffen sind so beliebt, weil sie ein gegnerisches Schiff automatisch als Ziel erfassen können. Eine genaue Erkenntnis der Zielerfassungssysteme kann ihre Effektivität aber noch steigern. Booster Pack Training. Oder Bestienjäger. Weißt du, ein bisschen wegen Furry? Ich weiß nicht. Entdecker war jetzt eigentlich auch nicht so schlecht. Oder Gangster. Schrotflintenzertifikat, Boxen und Dieb. Also die Trottel, die sich für ehrlichen Lohn aufreiben, haben dich schon immer angewidert. Sobald du alt genug warst und meine Waffe sollte, hast du dir genommen, was du wolltest, wenn andere es gerade hatten. Ah, wisst ihr, was wir machen? Gangster. Okay. Merkmale. Alien-DNA. Du hast dich für ein riskantes Experiment freiwillig gemeldet, das Alien- und Menschen-DNA vereint. Darum startest du mit einer erhöhten Gesundheit und hast mehr Sauerstoff. Allerdings sind Heil- und Nahrungsitems weniger wirksam. Okay. Okay. Aufgeklärt erzogen. Du bist als Mitglied der Aufgeklärten aufgewachsen. Du hältst im Haus der Aufklärung im New Atlas Zugriff auf eine Spezialkiste voller Items, verlierst aber den Zugriff auf die Sanctum Universum Kiste. Kann nicht mit einem anderen religiösen Eigenschaft kombiniert werden. Gesucht. Es hat sich herumgesprochen, dass auf deinem Kopf ein Preisgesetz ist. Gelegentlich werden bewaffnete Söldner auftauchen und versuchen, dich umzubringen. Aber in der Ecke getrieben läufst du zur Hochform auf. Wenn deine Gesundheit niedrig ist, verursachst du zusätzlichen Schaden. Klingt interessant. Interpretiert Kinderkram, Neon, Straßenrate, Schlangenumarmung. Du bist im Glauben an die große Schlange aufgewachsen. Grafsprünge verleihen deiner Gesundheit und deinem Sauerstoff einen vorübergehenden Schub. Wie bei einer Sucht sinken jedoch beide, wenn du dich regelmäßig springst. Kann ich mit einer anderen religiösen... Alter, was ist denn hier los? Universell, du bist als Mitglied von Sanctum Universum aufgewachsen. Du erhältst im Sanctum Universum in die Erdersuche von einer Spezialkiste. Okay. Ab und zu taucht ein nerviger, riesiger Fan von dir auf und labert dich voll. Im Gegenzug wird er jedoch Teil deiner Crew und beschenkt dich. Das machen wir mal. Ich sag das mit Gesucht, glaube ich, auch. Auch wenn ich es vermutlich bereuen werde. Ich würde sagen, aufgeklärt erzogen. Ja. Okay. Klingt spannend. Name. Bravura natürlich. So. Charakter benennen, Pronomen bestätigen. Weißt du, viele Firmen würden jemanden mit deinen Vorstrafen sofort ablehnen. Wir haben echt was riskiert mit dir. Okay, die Probe hast du. Der Kunde ist unterwegs. Dann werden wir bezahlt. Erinnerst du dich noch an irgendwas? Es war unglaublich, wie ein Traum oder eine Vision. Ich weiß nichts mehr, nachdem ich in den Tunnel gegangen bin. Es gab so ein Licht und Musik. Ja. Du warst bewusstlos, das steht fest. Sonst noch was? Wahrscheinlich spielt dein Hirn dir nur einen Streich. Jedenfalls haben wir, was wir wollten. Der ganze Stress wegen dem blöden Ding? Sieht voll langweilig aus. Ist doch egal, wie es aussieht.
Das Ding ist mehr wert, als die Mine den ganzen Monat eingebracht hat. Wir, wenn man vom Teufel spricht. Ist er jetzt da? Moin, vermutlich Kollegen. Das sieht cool aus hier. Drücke Maus 3, um deine Perspektive zu ändern. Unser Constellation-Kontakt ist im Anfang. Moment. Dieser cool. Entdecker-Trupp? Ich dachte, die wären Loser. Du bist nur zu jung und hast keine Ahnung. Hey, ich sage ja nur, dass sie einen Ruf haben. Scheiße, die halbe Crew glaubt sicher, dass es sie gar nicht gibt. Oh, sehr geil. Die halbe Crew glaubt auch, dass es die Erde nicht gibt. Tut es was? Aber. Genau wie die Constellation. Ja, aber komm schon. Den Weltraum erkunden? Wer macht das denn noch? Der Raum, den wir kennen, ist doch Stress genug. Für die wohl nicht. Okay, Dusty, Luftschleuse. Leg den Helm an. Tab. Okay, analysiert. Vektor der Agro-Sektors. Was willst du, dass ich jetzt mache? Sternenkarte. Wähle den Bereich unten rechts aus, um auf dein Inventar. Ach so. Okay, der Anzug. Nur meinen Rucksack. Alles. Wähle Kategorie Helme aus. Wo denn? Ach so, das ist so generell. Ah, okay, das ist ein bisschen schräg gemacht. Tiefminen angezogen. Tab gedrückt halten. Okay. Nice. Und große Wumme. Ich hab so das Gefühl, die wird nochmal schießen. Moin. Ah, da kommt der Kunde. Für mich ist alles irgendwie modern hier. Wow. Du siehst nicht gut aus. Was? Ich? Okay. Mein Sehen. Also, dann ist das der ganze Mineneingang da hinten, wenn ich es jetzt richtig gefolgt habe. Hello. Diese Person ist beschäftigt. Hey, ist klar. Barrett? Lynn. Oh, der sieht noch Stress aus. Ist lange her. In der Tat. Die Mine auf Bindi, oder? Kasal, was ein Drecksloch. Genau wie hier. Seltene Mineralien. Du hast jetzt einen etwas erleseneren Geschmack, was? Also. Hab was gefunden, ja? Genau hier, der Neue. Ach ja. Und alles lief cool? Einfach wie Mineralien einsammeln auf. Ja, weiß was drüber. Naja, es lief nicht ganz so. Und nein, Barrett, es lief nicht cool. Er ist nach der Extraktion umgekippt und hat ein wirres Zeug geredet. Ehrlich, Cowboy? Warst auf einem Trip, ja? Mir geht's gut, gemisch zu bereden. Woher willst du das wissen? Eigentlich ja, ne? Naja, man könnte sagen, in den unendlichen Möglichkeiten des Universums gibt es alles außer Zufälle. Naja, gut. Gleich so cool, ja? Nicht der sanfteste Einstieg in die Mysterien des Alls, aber hey, musste ich auch durch. Hey, gib mir einfach die Credits. Dann bin ich froh, wenn ich dich und dieses Ding nie wiedersehe. Deswegen mag ich dich, Lynn. Kein Heckmeck. Barrett, die Scanner der Frontier melden ein Schiff, das sich rasant aus dem Orbit nähert. Ich dachte echt, sie wären weg. Barrett? Na toll.
Okay, nimm eine Waffe. Ich habe ja nicht mehr Schuss. Munition? Ach da. Okay. Oh, wow. Alter, jetzt steht er doch. Alter, wird er einfach nicht noch. Oh, das kann was werden. Ich hätte gerne eine schnellere Waffe. Irgendwas. Geileres als eine Pistole, wenn es geht. Hey, wo ist der letzte? Ach, da. Nice. Wow. Mach mal KI. Danke. Das üben wir noch ein bisschen. Kommst du raus? Na? Oh. Nice. Nice. War das jetzt seine, der war hinten war? Ja. Kann man eigentlich looten? Wie schaut's aus? Oh, ja. Nehmen wir mal alles mit. Ja, nein, ich spreche mal noch nicht. Ich will das erstmal looten. Das war ja ein Ding. Medipack Cutter. Einen Cutter brauche ich nicht. Aber Medipack. Nee, Rettungsachs habe ich auch schon. Die Crimson Fleet hat uns echt angegriffen. Ah ja. Achso, nee, ist ein Cutter. Ich dachte, deswegen wäre eine geile Waffe. Rettungsachs. Hast du gesehen, wie Lynn einfach auf die Piraten zugestürmt ist? Ja, das lief nicht so ganz wie geplant. Geht's dir gut? Ja. Das war echt tolle Arbeit, trotz des Drucks. Na, das geht besser. Du hast das Artefakt ausgegraben, ja? Dann hast du die Visionen gesehen? Du kommst mit mir zur Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Will ich das? Oder für diesen verdammten Mut? Nichts immer als das. Warte mal. Ich wollte nie irgendwas mit all dem zu tun haben. Wenn die mir sagen können, was. Will ich das überhaupt wissen? Eigentlich nicht erwähnen, aber wir wissen nicht genau, was das Artefakt mit deinem Kopf angestellt hat, und da kann quasi nur die Constellation helfen. Oh nein, Barrett, nein. Du glaubst, du kannst nach der Nummer einfach abdüsen? Oh, ich habe euch wohl echt alle auf die Abschussliste der Crimson Fleet gesetzt. Wie wär's, wenn ich bleibe und stattdessen deinen Dusty schicke? Ich weiß. Aber er ist kein meiner mehr, Lynn. Als er diesen Felsen berührte, änderte sich was. Sag mir nicht, dass du es nicht spürst. Fein. Abgemacht. Hau endlich ab, Dusty. Auf dich wartet Größeres. Ist es so? Die Mine braucht ihr mich nicht. Was ist, wenn ich... Das sag ich, probier's einfach mal aus. Kapierst du das nicht? Du hast hier keinen Job mehr. Du bist jetzt bei diesen Erkundern. Wohl oder übel. Geh einfach, okay?
Finde raus, was passiert ist, als du den Felsen berührt hast. So, nachdem das geklärt ist. Vasco, bring ihn zur Loge. Keine Umwege, außer sie sind unvermeidbar, okay? Indigo-Protokoll. Indigo? Schon wieder? Schön. Ach, und hey, hier, kannst du da draußen gut gebrauchen. Und du siehst sogar, wie spät es ist. Ne Uhr. Wow. Okay. Hey, sieh dir das an. Die Uhr passt dir perfekt. Also, Fragen? Bei dem Jigsaw sollte sie nicht eigentlich du gehen. Du gibst mir dein Schiff. Wer seid ihr? Was ist die Constellation? Was genau haben wir da ausgegraben? Ja, eigentlich das da. Das ist das Problem mit den besiedelten Systemen. Man hält schnell alles für selbstverständlich. Während alle anderen politische Spielchen treiben, trotzen wir dem Unbekannten. Erkunden die gigantische Leere des Alls. Ohne uns ist die Galaxie nur ein großes Zimmer mit ausgeschaltetem Licht. Okay. Und ja. Eigentlich gehört es gar nicht mir. Ist geliehen. Geliehen, genau. Vasco hält dich auf Kurs. Außerdem mache ich eine Ausnahme, weil du der Constellation von deiner Vision erzählen kannst. Ja, gut. Dann. Warum waren die eigentlich nur hinter dir her? Einfach der Beute. Wie alle Piraten. Und ich habe den Ruf, ein Beutesammler zu sein. Ja, ich glaube, das ist bestimmt mehr. Für mich wär's dann eigentlich klar. Vasco, lass ihn nicht mein Schiff zerstören. Das könnte schwierig werden. Okay, ich glaube, hier gibt's nichts mehr. Da habe ich noch einen Marker für da hinten. Aber okay, wir sollen mit ihm mal weitergehen. Moin. Sie sind nun wohl der neue Captain der Frontier. Ja, schaut so aus. Kann ich eigentlich das Interface irgendwie ausblenden? Ich würde da gern ein Foto machen. Gut, muss ich dann im Edit machen. Dann schauen wir mal hier rein. Die Rampe hoch, Captain. Ich bin in der externen Bucht. Externe Bucht? Okay. Pharmakit AMP. Medkit und Herz Plus. Wird dann später noch interessant werden. Und hier, einsteigen. Captain. Also wie? Ich nehme an, Sie können ein Schiff der Klasse A fliegen. Nö. Es ist so leicht wie Radfahren. Ich versuche, die Schilde hochzufahren, falls es irgendwelche Probleme gibt. Moment, kann ich das einfach essen? Wert, 90. Knackschrauber. Ey, yo. Ich glaube, wir werden hier dann ein bisschen leer räumen. Oh, Kaffee, der bleibt natürlich. Schlafmöglichkeit. Forschungsstation. Moment, benutzen. Schließe eben Forschungslaborprojekte ab, um neue Herstellungsrezepte zu entdecken. Und mit eigenem Forschungsprojekt voranzukommen, benötigst du Materialien. Dabei kann es sich um komponentenextrahierte Rohmineralien handeln, um organische Substanzen von Alien-Kreaturen und Pflanzen oder um andere industriellen Werkbank hergestellten Komponenten. Aha. Okay. Material, Brot, rohes Fleisch, Käse. Oh, das wird noch spannend, diese Forschung hier. Also schön sammeln. Okay, das ist nix. Okay, Cockpit. Was passiert, wenn ich mich hinsetze? Setzen wir uns hin, wer hat's gedacht?
Okay, das wäre Pause. Dann gehen wir mal ganz nach vorne. Südli. Schauen wir mal, ob das wirklich so einfach ist. Schilde bereit. Den Rest übernehmen Sie. Oh, ist das eine gute Idee? Maus, die stört. Wo soll ich denn überhaupt hin? Nachdem wir nun im Orbit sind, sollten wir die Steuerung und alle Systeme testen. Okay. Um sicherzugehen, dass kein katastrophaler Ausfall droht. Ich kann Sie durch den Prozess leiten. Falls Sie aber schon viel Fluterfahrung haben, starten Sie einfach alle Systeme und es geht los. Halte Alt gedrückt und wechsle mit WSD zwischen den Schiffssystemen hin und her. Und weise ihnen Energie zu. Willst du das Tutorial für das Schiff zu überspringen? Starte alles System einschließlich des Sklavenantriebs. Okay. Okay, Laser, Ball weg und das unten ist vermutlich mein. Auf einem Schiff braucht Energie. Sie kontrollieren, wie viel Strom wohin fließt. Sehen wir okay. Uns den Antrieb an. Der Antrieb kontrolliert unser maximales Tempo. Spielen Sie mit der relativen Geschwindigkeit. Okay, ich beschleunige mal in der Richtung. Antriebe haben einen gewissen Punkt, an dem man besser wenden kann. Wenden Sie Ihre Aufmerksamkeit dem Hut zu. Links unten sehen Sie einen Fahrtmesser. Die Anzeige verändert sich, je nachdem, ob Sie Schub geben oder wegnehmen. Zentrieren Sie die Anzeige so, dass sie mit der Mitte der Vertikalbalken rechts davon übereinstimmt. Hä? Wie? Was? Hä? Mit Boosts kann man einen Geschwindigkeitsschub erhalten. Okay. Aber ich kann es wieder nicht anhalten. Wenden wir uns den Schilden zu. Leiten Sie Energie zu den Schilden. Mehr Energie erhöht deren Stärke. Schilde schützen das Schiff vor Hüllenschaden. Ja, ist klar, aber... werden wir pulverisiert. Die Schildenergie wird rechts unten angezeigt. Der Hüllenschaden darunter. Aber wie mache ich das mit der Energie umleiten? Was? Ah! Sie fliegen recht ordentlich. Kennen Sie sich auch mit Kampftaktik aus? Oh, wow! Das dort ist nämlich ein Crimson Fleet Schiff. Und das ist leider oh, fuck. Wir müssen Ihre Schilde deaktivieren. Laserwaffen sind dafür besonders effektiv. Okay. Dann hätten wir das jetzt auch mal. Du hast deinen ersten Raumschiffangriff überlebt, Captain. Danke. Lass uns das Wrack nach Ersatzteilen und anderem Bergungsgut durchsuchen. Oh was, that's a thing? Du musst nah ran, damit wir die Überreste betreten können. Näher dich... Ja, wo ist es? Warum ist mein Hut jetzt weg? Ja, cool. Ich kann jetzt gerade nichts mehr machen. Ah, jetzt. Okay, ja, was auch immer ich da jetzt gerade gemacht habe. Es springen zwei weitere Crimson Fleet-Schiffe zu unserer Position. Oh, fuck. Na toll. Hab mein Geschütz verloren. Bringt es wieder zum Laufen.
Nice. Und jetzt noch das andere. Komm, 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 komm. Nella. Komm, 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 komm. So geht das Ganze. Und werden nicht aufhören. Wir müssen uns um den hiesigen Captain der Crimson Fleet kümmern. Ein aktueller Scan zeigt eine verlassene Anlage auf dem nahegelegenen Mond von Crete. Ein perfektes Piratenversteck. Okay. Alles klar, dann nochmal Tab drücken. Kann ich da jetzt hier auch irgendwie plündern? Ich kann dagegen krachen, aber ich kann es nicht plündern. Drücke Tab, um das Startmenü zu öffnen. Dort kannst du auf die Sternenkarte zugreifen. Alles klar. Sternenkarte. Reise durch den Weltraum, zoome heraus, um das gesamte Sternsystem zu sehen. Zoome erneut heraus, um alle Sterne der besiedelten Systeme zu sehen. Setze einen Kurs, indem du das Sternsystem auswählst, zu dem du reisen willst. Dein Schiff kann nur begrenzt viele Lichtjahre auf einmal zurücklegen. Du musst also unter Umständen zuerst zu einem anderen nahegelegten Stern springen. Ja, macht irgendwie Sinn. Okay, da sind wir. Mich zeigen. Na, was? Lande ziehen? Mission L. Und da sehe ich auch, was die vier Ressourcen haben. Zurück zu dem. Mission L. Du kannst bestimmen, welche Quest in deinem HUD angezeigt wird. Ja, soweit klar. Mit Kurs festlegen kannst du automatisch zum nächsten Ziel deiner aktiven Quest navigieren. Ein kleiner Schritt. Barrett möchte, dass ich das Artefakt zu seinem Kollegen bei der Constellation bringe. Für die Reise stellt mir sein Schiff. Ja, Reise nach Crete. Ja, und jetzt? Ja, aber wo ist jetzt mein Ziel? Ich meine, ich bin jetzt da. Umschifftrümmer. Ich verstehe es gerade nicht. Ach so, so weiter raus. Sternstation, Sternstation. Schiff. Reise nach Crete. Vectera. Ach, da ist Crete. Alles klar. Busfest nach Crete? Ja. Das war's. Okay. Zeig mal mich. Ich muss jetzt aber nicht in Echtzeit hinfliegen, oder? Okay. Ach du Heilige. Das ist ja riesig. Okay, cool. Ziel ist gesetzt. Dann werden wir mal von die Schilde ein bisschen was wegnehmen. Antrieb nach oben. Nee, bitte. Nee, das kann es doch jetzt nicht sein, dass ich da einfach so hinfliegen muss. Irgendwas habe ich da jetzt übersehen. So, das war jetzt erkundet. Gehen wir mal, warte mal, Ressourcen zeigen. Landeziel ist legen. Ah, ich möchte nach Crete. So, Landeziel festlegen. Ja. Ach so, da. Ah. Okay. Wir haben den Orbit erreicht. Die verlassene Anlage
mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche. Ja, was du nicht sagst. Okay, drück mal Tab. Wissen wir da jetzt irgendwas Tolles? Die Planetenansicht der Sternenkarte enthält Informationen über die Umgebung, lässt sich Planeten auf Ressourcen scannen und hilft dir, wichtige Landeplätze zu finden. Dreh den Planeten, bis du das Kartensymbol Schmied-Forschungslabor siehst. Wähle es danach aus. Okay. Also einmal scannen. Alles klar. Und wir können ja angeblich die Planeten ja komplett begehen. Ich glaube, das wird dann halt noch interessant, je nachdem, was wir für Ressourcen brauchen, dass wir halt an entsprechenden Punkten landen. So. Ich möchte da landen. So viel Input. Holy shit. Ich folge Ihnen ab jetzt, Captain. Ja, mach das noch. Okay. Ja, dann gehen wir mal, ne? So, ein bisschen mehr Munition wäre nicht schlecht. Hast du da was? Captain, das Indigo-Protokoll schreibt vor, dass ich ohne Umweg zur Loge zurückkehre. Wir sind nur hier, um die Crimson Fleet an der Verfolgung zu hindern. Diese Frage habe ich Barrett wiederholt gestellt. Nur die Namen der Personen, die uns nichts Gutes wollten, haben sich dabei geändert. Okay. Am wahrscheinlichsten ist es, dass Barrett ihn beleidigt hat. Normalerweise, weil er immer noch lebt und gewöhnlich, nachdem er dem sicheren Tod entronnen ist, mit einem heiß begehrten Gegenstand. Alles klar. Warum verdammt mir besser ein Schiff an? Nee. So. Also bezüglich Waffen. Was ist das? Oh. Okay, die tun mir aber nichts. Okay, er ist schön am Hinterherlaufen. Ach, bezüglich Gesundheit. Könnte man denn da mal was tun? Inventar. Munition. Hilfe. Kann ich das essen? Okay. Medpack 8. Oh ja, geil, das hat funktioniert. So, Waffen. Alles klar. Wie viel Munition haben wir für die? Naja, ein bisschen mehr als für die Pistole. Nice. Vorsichtig, Captain. Alien-Kreaturen. Konskaturen, Mineralien und Pflanzen scannen. Und jedes scannte Objekt wachsen deine Analysedaten. Des Planeten. Analysedaten kannst du für Credits verkaufen. Für den Scanner hast du ebenfalls Zugriff auf andere Funktionen wie den Bau von Außenposten und soziale Skills wie Diplomatie und Einschüchtern. Sind oft unberechenbar. Okay. Moment. Fotomodus? Oh, sehr geil. So kann ich also Fotos machen. Hätte ich das auch. Und was haben wir? Ne, Moment, geh nochmal da rein. Oberflächenkarte, Analyse, Vesco. Ah, okay, da sehe ich dann alles in der Nähe. Okay. Umfangreich. Warte mal, bezüglich Scannen. Kann ich dich scannen? Scan E. Robotik.
Oder diese ein... Viecher. Oh. Ja, hab ich gerade gemacht, aber das mit dem Scannen wollte gerade irgendwie nicht so. Das ist Blei. Okay. Ja, ist das jetzt schon ein... Oh, wow. Dann springe ich jetzt ganz schön hoch hier. Ich glaube, das sammeln wir hier noch ein bisschen ein. Nice. Der Abbausimulator. Wetten, dass es da gleich ein Komitee gibt. Ich würde mal sagen, wir gehen da unten rein. Kommst du? Nice. Anders, oh, das sieht einfach mega geil aus. Da hinten ist auch irgendwas. Ich meine, und da oben, wir können einfach die ganzen Planeten angucken. Und das ist erstmal der zweite, auf dem wir sind. Den ersten haben wir noch nicht mehr genau angeschaut. Oh, das wird ein Monster, Starfield. Holy shit, holy shit. Aber okay, ich würde sagen, bevor wir da reingehen, machen wir erstmal Schluss für die Episode. Wir sind schon über 45 Minuten und gehen dann bei der nächsten da rein und mal schauen, was uns da so entdecken wird. Oh, ich freue mich schon so. Ah, das wird jetzt richtig geiles Starfield. Also, liebe Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und dann bleibt's gesund. Bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.